Mit den Jahren kamen nicht nur immer mehr Formate, es kamen auch neue Sender. Nach ProSieben auch Kabel 1 und Vox, NTV und viele mehr. Das Angebot für die Zuschauer wuchs und wuchs. Erst eroberten Seifenopern die Herzen, dann die Serien. Über die Comedians lachten Millionen, schließlich folgten Quiz- und Castingshows. Das Privatfernsehen machte vor, die Öffentlich-Rechtlichen nach. Die ein oder andere Panne inklusive. Aber noch weniger die Vize, Partei. Jetzt habe ich was, habe den Faden verloren. Das Landgericht Frankfurt-Oder hat die Drahtzieher des Anschlags von Doldenbrot. Ups, das ist was ausgegangen. Ich hoffe, man sieht. Können wir eigentlich da so großzügig sein, Milliarden auszugeben für die englische Rinderwahnsinnskrankheit? Hallo Berlin, hier ist Turin. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob noch eine Chance besteht, in die Sendung zu kommen. Stier, Sie gehen heute mit Schwung an Ihre Arbeit und machen sich keine Gedanken über was eigentlich? Verpassen Sie, was steht da? Schatz. Halb acht ist es mittlerweile. Einen schönen guten Morgen. Auch heute bin ich verbunden mit Peter Seidlitz, dem Korrespondenten des Handelsblattes in Peking, der Hauptstadt der Volksrepublik China. Herr Peking. Deutschland wird in rascher Folge von atlantischen überquert. Dabei wird kühle Meeresluft herangeführt. Am Nachmittag lässt der Regen etwas nach. Auch die Sonne kommt zeitweise zum Vorschein. Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 8 und 13 Grad. Liebe Zuschauer, lassen Sie sich nicht davon stören, was da hinter mir passiert. Was ich sage, das stimmt. Ich habe ganz viele Pannen gehabt, die könnte ich jetzt stundenlang erzählen, die zum Teil auch nicht witzig waren. Die aber nachher rein sagt dann, ist halt passiert und ist menschlich und du bist ja keine Maschine. Mir ist einmal während der Nachrichtenmoderation Brillenglas rausgefallen und hat sich dann, wie bei der Fernsehlotteriewerbung früher bei dem 5-Mark-Stück, so auf dem Tisch gedreht. Und dann wollte mir der Chefredakteur einen Eintrag in die Personalpapiere machen. Sag ich, machen Sie mal, das wird ein tolles Ding, weil das Gerichtsverfahren werde ich gewinnen. Der meinte, ich hätte das vorbereitet gehabt. Also eine Idee kann nur einer kommen, der einen gewissen Virus irgendwo hat, der noch nicht medikamentös behandelt worden ist. Plötzlich war ich im Fernsehen und jeder sagte, aber will denn dieser kleine, dicke Staubsaugervertreter da im Fernsehen? Das ist ja gruselig. Ich habe das als persönliche Beleidigung genommen, muss aber heute mit dem Abstand natürlich sagen, die hatten alle recht. Das war so. Doch vielleicht ist die Geschichte des Thomas Koschwitz ein wenig die Geschichte des Privatfernsehens. Beide wuchsen mit ihren Aufgaben, beide werden inzwischen nicht nur akzeptiert, sondern geschätzt. Beide sind aus der Medienlandschaft längst nicht mehr wegzudenken. Und die Historie des Privatfernsehens, sie wird mit jedem Tag um mehrere Kapitel reicher. Um bemerkenswerte und weniger bemerkenswerte. Vieles davon wird seine Ruhestätte im bayerischen Unterföhring finden. Im größten Filmarchiv Europas. Wo der Chef Paul Reichel vielleicht auch in 10 Jahren wieder voller Stolz verkündet. Wir befinden uns hier in unserem Hochregallager. Zwölf Meter hoch, konstante Temperatur. 12 Grad plus.